doch jetzt nicht ernsthaft getroffen. Nein! Oh Mann! Das gibt es doch nicht. Das kommt dann noch dazu. Zuwächsverteidigung, also Level 30 Bogenschütze mit Op-Ausrüstung, ist das machbar? Das ist auf jeden Fall, das ist auch jetzt für mich machbar. Ist halt einfach nur eine Frage der Zeit. Das ist ja überhaupt kein Problem von, wir können das auf keinen Fall schaffen. Das ist eine reine Frage der Zeit und Geduld. Zum Glück speichere ich zwischendrin immer mal wieder. Auch wenn jetzt natürlich einige... Oh, was? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, verdammt. Ich weiß auch gar nicht, ob die Betäubung auf die wirklich wirkt. Ich bin noch am Anfang vom Dungeon. Ja. Na dann. Das nochmal ausprobieren. Ja doch, die Betäubung wirkt. Das heißt, wenn nur noch einer da ist, können wir es mit dem relativ leicht aufnehmen und ihn betäuben. Theoretisch könnten wir das auch jetzt schon. Pass auf. Ja, mit Level 37 da. Nicht übermütig werden. Nein, ich versuche nur etwas, nämlich betäuben. Ich habe jede Menge Reparaturhämmer und alles. Da habe ich Zeug dabei bis zum Gehtnimmer. Ich glaube, in der Kiste ist auch alles repariert im Augenblick. So, das habt ihr jetzt davon. Oh, oh mein Gott. Meine Güte. Stab der Todesfee. Alles klar. 15 Silberpfeile. Die müssten hier unten rumliegen wie nur was. Kann ich direkt einen ganzen Formel-1-Stall mit aufmachen. Oh, ich bin zu schwer belastet. So, dann packen wir erstmal alles hier rein, was wir jetzt gerade nicht unbedingt brauchen. Moment, wieso habe ich den Ring der Hoffnung jetzt reingepackt? Nein! Ring der Hoffnung, Ring der Hoffnung. Da. Ringe bleiben im Inventar. So, sollte erstmal reichen. Puh. Achso, wir müssen gleich sowieso nochmal reinpacken, weil wir jetzt erstmal die Loot-Tour machen hier und denen alle ihre Seraphenschwerter abnehmen. Denn wenn wir schon hier so rummachen, dann will ich auch hinterher das Geld dafür haben. Und ich will meine Pfeile zurück. Aber die Pfeile, die nicht getroffen haben, die liegen hier gar nicht rum, oder? Ich sehe zumindest keine auf dem Boden, die despawnen nach einer Zeit. Wenn man sie dann nicht aufhebt. Er sagte immer, lass Pfeile zu Hause, du hast zu viel. Schlüssel zum Nexus. Das ist der erste. Das lief besser als erwartet. Und hier ist der zweite. Flop.
Und das ist die Tür, durch die wir eigentlich reingekommen wären. Geschafft. Ich mache eine richtige Speicherung. Für alle Fälle. Und ich trinke mal noch einen Schluck kalten Kaffee. So. Tür geöffnet mit Schlüssel zum Nexus. Was ist denn das jetzt? Oh, die Damen sind aber sehr wütend, habe ich das Gefühl. Okay. Auch Level 50. Aber man sieht, ne, wenn wir im Einzelkampf oder zumindest mit nur zwei Gegnern zurechtkommen müssen, dann geht das an und für sich ganz gut. Dank unseres Betäubenskills. Das ist, glaube ich, das Einzige, was uns hier am Leben erhält oder grundsätzlich am Leben erhält, wenn wir gegen höherstufige Gegner kämpfen. Hallo? Was sind wir denn jetzt? Schön. Handschuhe der Nachtklinge. Alles klar. Wiederbelebter Erzmagier. Das sind Eterna-Ruinen, ja? Also so langsam kann ich die Leute verstehen, die sagen, oh, diese Eterna. Wird Fex auch lebende Festungen betäuben können? Ohne Betäuben würdest du noch einige Streams zurückhängen, das stimmt. Da müsste ich jetzt erstmal rumlaufen und trainieren. Bericht von Erzmagier... Echorus? Akorus? Ich konnte den Willen der Untoten aus der Stadt kontrollieren. Dadurch wird es uns vielleicht möglich sein, die Untoten als effizientes Schutzschild neben den Elementaren zu benutzen, um Eindringlinge vom Nexus fernzuhalten. Wir könnten den Wesen einfach einen Verstand durch Magie einflößen, der jedoch eher primitiv ist. Sie kennen nur Feinde, weshalb wir den Bereich absperren müssen. Ich habe die erste Halle als Übungsplatz eingerichtet, um das Verhalten der magischen Intelligenz zu testen. Unsere Forschungen über die Mi... Oh. Oh. Unsere Forschungen über die Mi magische Intelligenz steht noch ganz am Anfang. Da die Akteure bisher nur lineare, logische Funktionen ausführen können. Wir sagen dem Mana einfach, dass es dies oder das tun soll, wenn dies oder das passiert. Dieses primitive System ist leider sehr anfällig für alle möglichen Dinge und kann nur schwer kontrolliert werden. Ich habe neulich eine Massenschlägerei beobachtet. Wir haben der Mi gesagt, dass Tiere nicht verwundet werden sollen, da sie im Gegensatz zu den Menschen zu der Magie neutral stehen. Aber trotzdem bekam einer der Ghule Hunger und verspeiste eine Grubenratte. Dies wurde von einem anderen Mii-gesteuerten Wesen bemerkt, wodurch es den Ghoul angriff, was wieder von einem anderen Wesen beobachtet wurde. Nun sagen wir der Mii auch, dass sie ihre Verbündeten verteidigen soll, sodass diese Mii sich ebenfalls in den Kampf einmischte, was wieder von einer anderen Mii gesehen wurde. Das Resultat war ein Schlachtfeld. Ja, mit den Miis muss man ganz vorsichtig sein. Also richtig wäre es ja MI.
Und KI gibt's ja nicht, es gibt ja nur MI. So. Solcherlei Experimente haben die alten Eterna also gemacht. Mhm. Okay. Oh, diese Eterna! Nicht versuchen, sie dann komplett zu besiegen, weil die doch richtig viel Schaden machen hier. Lieber zweimal betäuben. Oh. Nerim hasst mich heute. Und so haben wir uns emporgeirrt und letztlich einen Fex erschaffen. Seitdem lassen wir das. Okay. Nerim hat gehört, dass du dich über Mii lustig gemacht hast. Tut mir ja auch leid. So. Ach Gott, da hinten sind ja noch zwei von denen. Hier runter darf man wahrscheinlich wieder nicht fallen, oder? Oder vielleicht doch? Doch, da unten gibt es eine Tür. Dann lass uns doch erstmal hier gucken, was hier so. Wobei das wahrscheinlich nur der Rückweg ist, wenn man tatsächlich runtergefallen ist. Dass man dann auch wieder nach oben kommt. Andererseits, wenn ich Geheimnisse verstecken würde, würde ich sie hier verstecken. Vermutlich jeder denkt, da muss ich eh nicht runter. Okay, keine Geheimnisse. Wurde in die Irre geführt. Ich verlange Satisfaktion. Da hinten sind halt wieder zwei von denen, ne? Das machen wir ein bisschen. Da hole ich lieber mal meinen Kumpan hier hervor. Der vielleicht eine von ihnen ablenken könnte. Oh mein Gott! Puh. Es ist wieder so ein Ding. Schade, dass ich keine Spiele entwickeln kann, würde alles anders machen. Ja, das Teil kann man mit Sicherheit selbst nutzen, um Ramon in den Tod zu schicken. Ramon, ich muss das mal testen. Oh, dieser Ramon. Oh, jetzt. Ja, Mist, ich hätte. Okay, ich hätte laufen sollen. Ach, guck mal. Jetzt hat sie da hinten aber auch getroffen, oder?
Mach's gut! So. Auch überstanden. Gut, Ramon hat es dahin gerafft, aber ein bisschen Schwund ist ja immer, ne? Jetzt hast du es verstanden, ja. Nehmen alle Kräuter mit. Ich weiß zwar nicht genau wofür, wir haben seit Ewigkeiten keine Alchemie mehr betrieben. Aber irgendwann machen wir das wieder. Oh, alles klar. Eine junge Dame oder mehrere? Eine junge Dame. Zwei junge Damen. Die züchten das hier. Oh nein. Das Schwert ist nicht mehr aufgeladen. Oh nein. Merkt man sofort. Aber natürlich keine Seelensteine mit dabei. Ist aber auch nicht so schlimm, wir kriegen das trotzdem hin. Ich klaue euch jetzt erstmal eure Ernte. Das ist mir schon wichtig. Ich habe jetzt erstmal lecker Schnitzel mit Pommes in den Ohren. Boah, Schnitzel mit Pommes. Oh. So Hunger ist. Aber irgendwie das Frühstück verpeilt. War nicht so gut. Keine gute Idee. Aber gut. Dafür besorge ich mir gleich leckere Schnabularien. Ich glaube, diese Pflanzen sind auch gar nicht so, so weit verbreitet, ne? Sind relativ selten, oder? Schwert nicht aufgeladen, aber mein Seelenstein war ja nicht gut genug. Entschuldigung. Natürlich nehmen wir die alle mit. Das wäre ja Verschwendung, wenn wir die hier lassen würden. Uah. Okay. Madame hat uns schon gesehen. Auch ohne Aufladung kriegen wir das eigentlich ganz gut hin hier. Von daher alles gut. Ist nicht so dramatisch. Habe ich denn Seelensteine dabei? Ich muss mir den mal auf ein, warte mal. Wenn es durchmittelt, auf drei vielleicht. So. Weil ich die Frost-Dings sowieso kaum benutze. Oder eigentlich so gut wie gar nicht benutze. Ambrosia!
Hallo? Kein Seelenstein ist groß genug für die Seele. Pff. Gewand des Erzmagiers, Kapuze des Erzmagiers. Haben wir den Elfen abgeschlachtet hier. Der hat sich hier aber nieder... Oh mein Gott! Ach, hallo. Ich hab dich betäubt, du hast es nur nicht mitbekommen. Hallo! Nein! Mhm. Okay, wir haben einfach nicht groß, aber die Elementare, das könnte sein, dass die eventuell in die Seelensteine reinpassen. Da müssen wir mal gucken. Ist das Knochenmehl? Ih, wollte der das essen? Ihr seid ekelhaft. Randale! Waren aber nur die beiden hier. Die hatten hier auch zwei Betten. Hier kann ich mir mal gerade ein Stündchen hinhauen. Oder eine halbe Stunde. Ah. Ich weiß gar nicht, ob man in Nerim von Menschen überhaupt Seelen bekommen kann. Ach so. Ja gut. Aber hier laufen ja auch Elementare rum. Dann müssten die ja spätestens... Vielleicht war das Knochenmehl zum Würzen. Hat es eventuell mit Salz verwechselt. Hm. Gute Nachbarn, eine Gabe aus Brot und Knochenmehl. Hm. Ich weiß ja nicht. Ich mach nochmal eine richtige Speicherung. Für alle Fälle. Nerim mag uns ja heute nicht. Sind nur schwarze Seelensteine möglich? Irgendwie zwei Stück gab es, glaube ich. Oh, okay. Alles klar. Ich habe, glaube ich, sogar einen davon. Aber der liegt zu Hause in der Kiste. Habe ich nicht auch noch hier im... jetzt muss ich mal kurz nach... Jetzt bin ich neugierig geworden. Warte mal. Hier habe ich doch bestimmt noch... Nee. Leider nicht. Schade. Keine Seelensteine drin. Schade. Das Mehl wurde als Mehlzutat für das Brot. Dann will ich das Brot, glaube ich, doch nicht. Hallo? Es sieht aus wie ein Friedhof. Oh mein Gott. Brot! Kostet jetzt unser unvergleichlich duftendes, frisches Brot! Keine Brot. Aber es sind ja keine Menschen, es sind Eterna. Und von dem, was ich gehört habe, sind Eterna gerade mal gut genug wie Tiere. Zumindest haben mir das die Leute immer eingeredet. Also der Logik von Nerim nach müsste ich von Eterna Seelensteine bekommen. Da steht noch einer. Sind das die Gärtner? Ich glaube, die heißen auch Gärtner, ne? Hm. Jupp, jetzt hat er mich gesehen. Ja, Eterna Gärtner. Oh, hallo. Des Mana-Sturms. Dann werden sie aber ziemlich unzufrieden damit sein, dass ich ihnen die gesamte Ernte geklaut habe. Habe ich hier eine Drogenfabrik entdeckt? Deswegen hier auch so komisches Licht. Noch einer hier. Noch einer da? Nee.
So, was haben wir hier? Wir haben Feuersalze, Magietrank, Morgenlufttrank. Großmeister, Mörser des Großmeisters und Calcinator des Großmeisters. Das ist richtig gut. Die denken werden, wenn die hier mal wieder reinkommen und nur noch leere, öde Lande vorfinden. Ein Arkanstein, der ist runtergefallen. Seelenfalle stark. Ein eiserner Dolch. Das ist ein eher Endgame-Dungeon. Da können sie doch keine Anfängersachen platzieren. Die mal früher herkommen müssen, ne? Da hätte ich direkt die... Also ich meine nicht, dass ich die ganzen... Kolben und Destillatoren jemals wirklich benutzt hätte. Außer einmal ganz am Anfang, als wir noch an der Abtei waren. Aber, naja. Dann werden wir hier ja auch wundervolles Endgame-Equipment finden, oder? Zum Beispiel diese... Oh, hallo. Das ist der Erzmagier. Akaros, oder wie er heißt. Was? Das soll doch mal sein. Escherus, so heißt er. Wow. Ein Schlag von ihm und fast tot. Stirb! 60, Stufe 60. Der Magier-Schlechter. Was? Angriffskraft 50, Magika absorbieren 10, Entzug Willenskraft, Lebensenergie absorbieren. Beinschienen des Erzmagiers. Stiefel der Trümmer. Hallo. Dieser Magierschlechter. Und das Ding hier macht 71, okay, 71 auf 50. Das hier ist auch zweihändig, stumpfe Waffe. Würde uns nichts bringen, weil wir auf Klingenwaffen... Aber nett. Nett. Lebensenergie, Stärke, Feuer widerstehen. Im Gegensatz zu Blocken festigen, Lähmung widerstehen, Schwertkampf 5, Konstitution 5. Und macht noch zwei Rüstungen mehr. Talia, hallo. Gibt's von diesen Stiefeln ein Set? Kann man davon mehr Teile finden? Das wurde mir nicht als Set angezeigt, leider. Amazon ist da unten und verkauft Echos. Von den Stiefeln? Keine Ahnung. Nun bald 4. Ich muss gleich leider nochmal raus. Kurzschluss, Elektrikerin. Dr. Kabeltod muss noch was tun. Sollte hier also nicht wieder da sein. Viel Erfolg, Geier. Das Dunkel zwischen den Bäumen. Größerer Seelenstein. Wenn es nicht als Set angezeigt wird, dann ist es auch keines. Schade. Das Dunkel zwischen den Bäumen, eine Legende aus dem Faltrenntal. 20 Seiten. Lass uns erstmal hier weitergehen. Wir können das im Zweifel gleich noch lesen, wenn wir hier erstmal raus sind. Das Planetarium. Im Planetarium. Ich hörte 20 Seiten. Ja, du hörtest 20 Seiten. Die Nachtklingen und Erzmagierrüstung sind auch keine Sets im Sinne von zusätzlichen Boni, sind aber trotzdem vollständige Sets. Ah, okay. Ob es Trümmer, Beinschienen und so weiter gibt, weiß ich aber nicht, weil ich nur mit leichter Rüstung unterwegs war.
Entweder durch den Mod oder das war Teil des inoffiziellen Patches. Das weiß ich nicht. Ich hab keine. Was? Was? Oh mein Gott. Hat der Zauber nicht gewirkt? Oh, der hat nicht gewirkt. Schade. Falsches Timing, das könnte sein, ja. Ist aber auch ein bisschen schwer, wenn man 15 Sekunden hält, der glaube ich an, oder?